Hallo, herzlich willkommen. Ich mache mit euch heute wieder eine halbe Stunde Faszien-Pilates. Das heißt, wir kombinieren heute klassische Pilates-Übungen ein bisschen mit schwingenden und federnden Bewegungen. Und ich kriege eine große Unterstützung einmal durch die Waldi und durch die Laura. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Und wir starten heute in einem etwas breiteren Stand. Also nehmt gleich mal eine breitere Grätsche ein. Und dreht mal euren rechten Fuß nach außen. Genau, richtet euch gut auf. Zieht deinen Bauchnabel nach innen, lasst deine Schultern entspannt. Und beugt mal das vordere Bein, also dein rechtes Bein. Atme ein und atme aus. Und versucht dein Powerhouse schon mal gut zu aktivieren. Lass die Wirbelsäule lang. Und atme locker ein und aus. Heb deine Arme auf Schulterhöhe. Und jetzt lass mal deinen hinteren Arm nach vorne schwingen, über unten vor und zurück. Vor und zurück. Schau deiner Hand nach. Also dreh den Kopf und locker ein- und ausatmen. Machst du das Gleiche in einem Kreis über oben, auch wieder vor, zurück. Powerhouse fest, Wirbelsäule ganz lang. Und dann komm in den Spine Twist, das heißt, zieh deinen Arm vor, Ellbogen nach hinten. Zieh deinen Ellbogen Richtung Wirbelsäule. Sehr gut. Bleib in der Mitte stehen und dreh einmal deinen anderen Fuß nach außen. Ganz leicht. Mach dich groß. Mach erstmal die Gewichtsverlagerung wieder. Nach vorne und zurück. Atme ein und aus. Heb die Arme wieder auf Schulterhöhe, lass deine Schultern entspannt. Und der Arm schwingt locker vor, zurück. Kopf dreht mit. Halt dein Powerhouse leicht aktiv. Und lass dann den Arm nochmal über oben schwingen. Letztes Mal. Spine Twist. Vor, Ellbogen zieht nach hinten. Jetzt ganz viel Länge, von oben bis nach unten. Atme ein, steh auf und atme aus, setz dich tief. Und halte die Länge in deiner Wirbelsäule. Ganz lang bleiben. Nimm einatmend die Arme nach oben und ausatmend tief bis auf Schulterhöhe. Belaste deinen ganzen Fuß und denk dran, immer die Knie nach außen zu schieben. Okay, wir federn jetzt ein bisschen. Ja, dreimal unten federn. Dabei atmest du dreimal kurz durch deinen Mund aus. Durch die Nase ein
leicht geöffneten Mund aus. Powerhouse fest. Kannst versuchen, deinen Beckenboden noch ein bisschen mehr zu aktivieren, indem du deine Sitzbeinhöcker zusammenziehst. Und die letzten zwei. Letztes Mal. Gut. Okay, jetzt darfst du die Beine schließen. Haben wir ein bisschen was für unsere Balance und für unsere Beinkraft zusätzlich zum Powerhouse. Heb dein rechtes Knie einmal an. Mach dich richtig groß, Bauch ist fest. Atme nochmal ein. Und beim Ausatmen komm in einen Lunge, tiefer Ausfallschritt. Setz das Bein zurück und geh nach unten. Einatmen, drück dich hoch, Knie hoch. Und ausatmen, tiefer Ausfallschritt. So, deine Wirbelsäule ganz lang. Powerhouse ist fest. Und wenn es dir zu wackelig wird, stell das Bein einfach nur nach hinten und zieh wieder nach oben. Ja? Geh nur so tief, wie du das gut schaffst. Von deinem Gleichgewicht, von deiner Kraft. Letzten zwei. Jetzt lass dein Bein hinten. Genau. Sink einmal tief ein. Bauch ist fest. Po ist fest. Atme tief ein, komm nach oben, streck beide Beine, atme aus, setz dich wieder nach unten. So, vorne ist dein Knie immer über deiner Ferse. Der Oberkörper geht tief in einer Ebene. Und beim nächsten Mal wieder dreimal Federn tief. Einatmen und dreimal kurz aus. Spann dein Po fest an und drück dich über beide Füße mal richtig aktiv nach oben. Dein vorderes Knie kannst du gern leicht gebeugt lassen. Letzten zwei. Und der letzte. Perfekt. Gut. Locker kurz deine Beine aus. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Linkes Knie. Einmal anheben. Streck dich in die Länge. Aktive dein Powerhouse. Lass deine Schultern entspannt. Atme ein und atme aus. Bein nach hinten. Tiefer Ausfallschritt. Sink ein. Einatmen. Zieh das Knie nach oben. Ausatmen. Und guck wieder, Knie bleibt über der Ferse, Oberkörper bleibt aufrecht, Wirbelsäule lang. Und du bestimmst wieder, wie tief du gehst. Zwei noch. Beim nächsten bleiben wir wieder hinten. Komm, einatmen, wieder nach oben. Und ausatmen tief. So, Beckenboden mit aktivieren. Zieh die Sitzbeinhöcker zusammen. Heb die Brust. Schließ deine Rippenbögen und zieh deinen Bauchnabel noch ein bisschen mehr nach innen. Und dann Feder beim nächsten Mal wieder. Sehr gut, bleib dran für die letzten zwei. Okay, und jetzt bleibt unten. Wir sinken tief und kommen dann auf den Boden direkt. Zieh das Knie ran, komm einmal in den hohen Kniestand. Gut, und wir starten heute mal auf der linken Seite zuerst und kommen in einen Seitstütz. Das heißt, du bringst die linke Hand direkt unter deine Schulter. Linkes Knie, rechtes Bein ist lang. Aktiviere deine Körpermitte, streck dich, drück die Schulter weg von deinem Ohr,
Heb den Arm über Kopf, atme ein und beim Ausatmen zieh mal das Knie zur Brust. Fass es mit deiner Hand kurz fest, dann streck dich wieder, atme ein und atme aus. So, jetzt machen wir mal eine kurze Frequenz, gar nicht so viel schwingend und gar nicht so viel federnd. Also klassisches Pilates. Wir kommen aber nachher wieder ein bisschen zurück. So, halt deine Stabilität, halt deine Länge. Letzten zwei. Noch einer. Super. Okay, bring deine Knie zusammen. Wir gehen jetzt eine Stufe tiefer und zwar auf unseren Unterarm. Bring den Ellbogen direkt unter deine Schulter und komm jetzt in den Unterarmstütz. Du hebst deine Hüfte an. Lass die Knie gern gebeugt. Heb deinen Arm nach oben zur Decke. Streck dich. Powerhouse ist fest. Atme ein. Und beim Ausatmen rotiere, bring die Hand unter deiner Körperöffnung durch und dreh wieder nach oben auf. Einatmen und ausatmen, drehen. Dabei bleibt deine Hüfte oben, drehst nur leicht im Oberkörper ein, dafür öffne weit. Wenn du dich nach oben öffnest und einatmest, öffne die Brust und dreh deinen Kopf dabei mit. Wenn du möchtest, streck das obere Bein oder heb es sogar an. So, aktiviere dein Powerhouse nochmal gut nach und halte für die letzten vier Atemzüge. Noch zwei und noch einer. Super. Okay, jetzt kommt die Belohnung. Jetzt dürft ihr euch nämlich ablegen. Und zwar in die Seitlage, ganz entspannt den Kopf auf dem Oberarm ablegen. Jetzt dürft ihr das untere Bein, das liegende Bein, ein bisschen anbeugen. Die Hand vor eurem Körper aufstützen. Und das obere Bein, das streckt ihr jetzt mal leicht nach hinten. Ja, ihr streckt eure Hüfte, atmet mal ein. Und jetzt mal das Bein nach vorne bringen, ausatmen. Einatmen, nach hinten strecken und ausatmen vor. Und jetzt schau mal, ob du deine Hand lösen kannst vom Boden und die Hand an deinen Hinterkopf nehmen kannst. Wenn es zu viel wird, lass die Hand vorne. Und jetzt, der Oberkörper rollt ein beim Einatmen. Das heißt, bring mal den Ellbogen nach vorne auf den Boden. Und beim Ausatmen Ellbogen zur Decke. Einatmen und aus. So, und wenn das herausfordernd genug ist für dich, dann mach so weiter oder geh eine Stufe zurück. Oder du versuchst mal das untere Bein ein bisschen mehr zu strecken. Sodass du gut natürlich die Stabilität halten kannst. Die letzten zwei. Super. Okay, jetzt dürft ihr euch einfach einmal auf den Rücken kurz rollen. Ihr streckt eure Beine lang aus, hebt die Arme nach oben zur Decke, atmet tief ein, hebt das Kinn auf die Brust und komm in einen Roll-Up, Wirbel für Wirbel nach oben. Wenn du das nicht aus eigener Kraft schaffst, dann zieh das Knie zu dir ran und zieh dich am Knie nach oben. Super, jetzt müsstet ihr alle wieder oben sein. Kommt in den Kniestand zurück und wir wechseln einmal die Seite. Bring die Hand wieder unter deine Schulter. Diesmal die rechte. Und guck wirklich, dass das eine Linie ist. Ja? Schieb die Hand richtig fest in den Boden. Aktiviere dein Powerhouse. Atme tief ein, nimm den Arm über Kopf, heb das Bein. Und beim Ausatmen zieh das Knie wieder Richtung Brust. Kurz festhalten und strecken.
ist es zu schwierig, dann stell die Fußspitze kurz ab und auch vorne kurz abstützen. Wichtig ist nur, halt deine Wirbelsäule lang, atme locker und fließend. Und versuch vor allem das Bein richtig in die Länge zu ziehen, genauso wie dein Arm. Die letzten zwei. Und noch einer. Sehr schön. Okay, dürft ihr die Knie schließen, einmal auf den Unterarm kommen, auch gern das Becken kurz ablegen. Und wenn ihr euch dann gut fühlt, drückt euch hoch. Guckt, dass der Ellbogen unter der Schulter ist, dein Powerhouse ist fest. Atme ein, heb den Arm nach oben zur Decke, atme aus, dreh wieder. Hand unter der Körperöffnung durch, ein nach oben und ausdrehen. Lass die Hüfte dabei oben, dein Powerhouse fest. Und wenn du möchtest, kannst du den Fuß, das Bein lang strecken oder auch das Bein mit anheben. Öffne die Brust beim Einatmen. Und schau, dass deine Schulter entspannt ist. Ja, drück sie. Zieh sie von deinem Ohr ganz weit weg. Noch zwei Atemzüge. Sehr gut. Okay. Dürft ihr euch ablegen. Komm wieder in die Seitlage. Kopf entspannt auf dem Oberarm. Die Hand vor dem Körper gern erstmal. Das untere Bein wieder leicht angebeugt. Streck die Hüfte, streck dein Bein. Atme ein. Und atme aus, bring das Bein wieder nach vorne. Einatmen und aus. Und schau wieder, ob du die Hand wirklich brauchst oder kannst du die Hand wieder an deinen Hinterkopf nehmen. Und vielleicht kannst du den Oberkörper wieder mitrotieren. Beim Einatmen Ellbogen vor den Körper, beim Ausatmen nach oben öffnen. Ja, das sind nur Optionen. Wenn es dir zu wackelig wird, dann lass den Ellbogen nach oben gerichtet zur Decke. Und vielleicht kannst du das untere Bein wieder ein bisschen mehr strecken. Probier es aus. Ja, die Kraft kommt aus deinem Zentrum, aus deiner Körpermitte. Und lass deine Atmung fließen. Letzten zwei. Und noch einer. Sehr gut. Okay, schließ die Beine. Und dann leg dich wieder, roll herum und leg dich auf den Rücken. Ganz kurz das Mikro ein bisschen positionieren, dass ich es nicht erdrück. So, ihr dürft einmal eure Knie zu euch heranziehen. Mach dich einmal kurz ganz klein. Entspann deine Schultern. Und jetzt umschließe nur dein rechtes Knie und streck mal das linke Bein, entweder diagonal oder parallel zum Boden aus. Heb den Oberkörper an. Der Blick geht nach vorne in Richtung Bauchnabel. Deine Schultern sind entspannt. Jetzt atme ein und dann zweimal kurz aus. Wechsel dabei das Bein. Und dann wieder lang ein. Halten. Und zweimal kurz. Single Leg Stretch. Das heißt, beim Einatmen ziehst du das Knie richtig weit zu deiner Brust. Beim Ausatmen wechsel schnell. Mach dein Tempo. So, deine Schulterblätter ganz weg vom Boden. Oder, wenn es dir zu viel wird für den Nacken, dann leg den Kopf ab. Und jetzt bring ein bisschen Dynamik in die Bewegung.
Die letzten zwei. Sehr gut. Zieh beide Knie wieder heran. Leg dich ab. Kreis deine Knie etwas. Und atme tief durch. Gut, jetzt stellst du dein rechtes Bein am Boden ab. Das linke Bein streckst du hoch zur Decke. Die Arme entspannt neben dem Körper, so leicht schräg die Handflächen zur Decke. Den rechten Fuß, drück ihn fest in den Boden. Jetzt beginne mit deinem linken Bein zu kreisen. Leg Circles. Die Kraft kommt wieder aus deiner Körpermitte. Du fängst klein an und wirst in der Zeit größer. Mobilisation für deine Hüfte, für dein Hüftgelenk. Die Atmung. Wir atmen ein beim Aufwärtskreis und aus beim Abwärtskreis. Wenn du oben angekommen bist, einmal wechsel die Kreisrichtung. Und schieb deinen rechten Fuß nochmal aktiv in den Boden. Oder du versuchst, das rechte Bein ein bisschen mehr zu strecken, vielleicht ganz am Boden abzulegen. Wenn du das gut halten kannst vom Powerhouse. Noch zwei Atemzüge, zwei Kreise. Super. Okay, linken Fuß aufstellen. Rechtes Bein gestreckt. Bring richtig Spannung in dein rechtes Bein. Und dann fang wieder klein an zu kreisen. Werd mit der Zeit größer. Und pass deine Atmung wieder an die Bewegung an. Aufwärts kreisen, nach oben einatmen, nach unten aus. Linken Fuß fest in die Matte schieben. Halt die Stabilität. Und wenn du oben angekommen bist, wechsel wieder die Kreisrichtung. Du kannst es langsam machen oder dynamisch. Und wenn du möchtest, kannst du auch hier wieder das Bein, das Aufgestellte, vielleicht ein bisschen mehr strecken oder sogar ganz am Boden ablegen. Noch zwei Kreise. Sehr gut. Gut, stell die Beine kurz auf. Und dann lass die Knie einmal sanft von einer Seite zur anderen einfach hin und her pendeln. Lass dein Powerhouse mal ganz locker für einen Moment. Und dann pendel dich in der Mitte wieder ein. Und wir kommen jetzt zur 100. Wir machen einmal die 100, die Masterübung eigentlich aus dem Pilates. Und wir starten mal in der mittleren Beinposition. Das heißt, ihr bringt die Knie über die Hüfte in die Tischposition, die Unterschenkel parallel zum Boden. Wir machen jetzt 100 Armschläge mit unseren Armen. Dabei versucht wirklich richtig Spannung und Länge in eure Arme zu bekommen. Okay, Handflächen zur Decke. Wir atmen tief ein und heben mal den Oberkörper an. Blicke zum Bauchnabel. Atme aus. Powerhouse fest, Schultern entspannt. Und jetzt fünfmal kurz durch die Nase ein. Bewegt die Arme. Und fünfmal durch den leicht geöffneten Mund aus. Einatmen und aus. 100 Schläge. Ich zähle so ein bisschen mit für euch. Powerhouse ist fest. Und wenn du mehr möchtest, dann streck die Beine diagonal aus. Wir haben schon die Hälfte, noch 5 oder 50. Wird's zu viel? Beine abstellen oder in die Tischposition. Schultern entspannt. So, wir machen noch 2. Und der letzte. Super, sehr gut. Zieh die Knie zur Brust, leg den Kopf ab und kreis deine Knie. Atme tief durch. Und dann streckst du deine Beine wieder lang nach vorne aus.
Hebst einatmend wieder deine Arme nach oben zur Decke und den Kopf auf die Brust und ausatmen, komm in den Roll-Up. Wirbel für Wirbel nach oben kommen, optional zieh dich am Knie hoch und leg dich einmal lang über deine Beine oder rund über deine Beine vorne ab. Fass deine Knöchel, Füße oder Schienbeine und zieh die Nase Richtung Knie. Entspann deine Schultern. Okay, roll dich einmal auf. Wir machen noch eine kleine Übung im Sitzen. Stell die Füße auf, hüftbreit in etwa. Genau, nimm die Arme lang nach vorne, atme tief ein und komm ausatmend in die C-Kurve. Halt an dem Punkt, wo du es gut halten kannst. Bauchnabel nach innen, unterer Rücken rund und die Schultern entspannt. Und jetzt nimm deinen rechten Arm und mach einen Kreis. Atme ein nach oben, atme aus nach hinten und wechsel den Arm. Einatmen und ausatmen. Und entweder lässt du den Blick nach vorne gerichtet oder du schaust deiner Hand nach und drehst den Oberkörper dabei so ganz leicht mit. So, Beckenboden kannst du hier auch ganz gut wieder mit einbeziehen. Also zieh die Sitzbeinhöcker zusammen, zueinander. So, und wenn du magst, probier das mal mit beiden Armen. Blick nach vorne, großer Armkreis nach hinten. Wenn das dir zu viel ist, dann wechsel wieder. Einzelne Arme. Die letzten zwei. Noch einer. Sehr gut. Okay. Zieh dich nach oben. Bring einmal deine Fußsohlen aneinander und komm in den Sternensitz. Die Hände nach hinten, die Fingerspitzen nach außen. Heb einmal die Brust, zieh die Schultern weg von deinen Ohren, atme tief ein. Und beim Ausatmen lass mal die Knie nach außen sinken. Öffne deine Hüfte, atme tief ein in den Bauch und in die Rippenbögen. Und beim Ausatmen lass die Knie noch mehr nach außen sinken. Noch zwei tiefe Atemzüge. Okay, super. Gut, dann kommt einmal in den hohen Kniestand zurück. Und stellt einmal das rechte Bein nach vorne. Ihr streckt eure Hüfte. Hebt eure Brust an. Der Oberkörper ist leicht nach hinten geneigt. Jetzt hebt den linken Arm, also da, wo das Bein hinten ist, den Arm anheben. Und dann bring die Hand zwischen dein Schulterblatt. Die rechte Hand geht an deinen linken Ellbogen. Gib ein bisschen Druck am Ellbogen. Und jetzt geh in die Seitneigung. Lehn dich über die rechte Seite. Und spür die Dehnung jetzt von oben, vom Ellbogen runter an die Flanke bis runter zu deinem Knie. Wenn du noch nicht so eine große Dehnung hast, dann sink noch ein bisschen tiefer in die Beine. Streck die Hüfte noch mehr und neig dich noch ein bisschen mehr zur Seite. Atme tief ein und aus. Und löse langsam. Okay, einmal wechseln. Linkes Bein ist vorne, rechts hinten. Lass die Hüfte tief sinken. Öffne die Hüftbeuger, heb den rechten Arm. Bring die Hand wieder zwischen Schulterblätter. Und die Hand an deinen Ellbogen. Gib ein bisschen Druck schon mal. Und komm in die Seitneigung über die linke Seite. Wenn es dir von dem Zug ausreicht, bleib genau so. Ansonsten sink noch tiefer in die Beine, streck die Hüfte noch ein bisschen mehr und zieh dich noch mehr über die Seite.
Noch ein tiefer Atemzug. Und dann nimm den Druck vom Ellbogen, richte dich auf. Bring das andere Bein nach hinten. Bring die Hände vor. Stell die Fußspitzen auf. Und schieb die Hüfte nach oben ins Pilates V. Lass die Knie erstmal gebeugt. Schieb die Hände fest in die Matte. Öffne die Brust und schieb sie zu deinen Knien. Lass den Kopf sinken. Und wenn du es schaffst, streck jetzt die Knie, öffne die Kniekehlen und senk die Fersen Richtung Boden. Und jetzt komm mal in so ein sanftes Gehen. Also heb mal abwechselnd die Ferse an und schieb sie nach unten in den Boden. Powerhouse fest. Locker ein- und ausatmen. Kopf sinkt. Super. Beide Fersen nochmal absenken. Jetzt lauf mit den Händen zu deinen Füßen. Festes Powerhouse. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Gut. Atme nochmal ganz tief ein. Mach dich richtig groß. Atme aus. Und noch zwei tiefe Atemzüge. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut und seid vielleicht auch jetzt ein bisschen gewachsen. Einmal durchs Flex von der Waldi und einmal durchs Pilates. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis bald. Macht's gut.